Willkommen zu dieser Einführung in Power BI, Power Business Intelligence von Microsoft. Und wer gerne Pivot-Tabellen oder Power Pivot in Excel nutzt, sollte hier einfach mal einen genaueren Blick reinwerfen. Ich habe hier einfache Tabellendaten, ich könnte aber auch große Datenbanken anzapfen, Internetdaten, Quellen und ja, habe die Möglichkeit, diese Datenlisten mit Power BI auszuwerten und hier grafisch anzuordnen, in einem Dashboard anzuordnen, hier mir unterschiedliche Visualisierungen auszusuchen, entweder standardmäßige wie die Tree Maps oder natürlich gruppierte Säulendiagramme, aber auch Sankey-Diagramme, die ich mir als zusätzliche Visualisierung aus dem Netz holen kann. Wenn man mit der Maus über so ein Element drüber fährt, sieht man auch die Mengen, die hier hinterstecken. Und wenn einem was genauer interessiert, einfach mit der Maus draufklicken und dann werden entsprechende Felder, die genau diesen Wertstrom betreffen, die werden dann hier auch entsprechend eingefärbt. Und wie bei PowerView, was ja schon bei Excel 2013 dabei war, wird dann entsprechend hier auch alles entsprechend mitgefiltert. Das heißt, ich könnte auf fossile Energien klicken, sehe nur die fossilen, klicke wieder drauf, da sind alle Filter eventuell wieder raus. Ja, also da gibt es tolle Möglichkeiten hier. Ich kann auch hier unten Blätter für mehrere Jahre zusammenstellen, sodass ich hier sehe, okay, das sind die Daten hier aus 2010, wie hat sich das in 2016 verändert. Hätte ja auch so einen Schalter zum Umschalten machen können, aber na, wir haben hier ganz viele Möglichkeiten und diese Daten können dann gespeichert werden als Datei und sie können veröffentlicht werden. Und wenn man sie veröffentlicht, kann man die zum Beispiel im Web abrufen, dass man hier genau diesen Bericht, den ich gerade hatte, genauso interaktiv, ich bin hier gerade auf einer Webseite, dass man den hier genauso interaktiv verwendet. Ich kann also hier draufklicken, ich kann sagen, das ist mir viel zu klein, mach's mal ein bisschen größer. Ich kann mir den Bericht dann hier entsprechend anschauen. Ich habe es auch mit dem iPad ausprobiert, funktioniert da auch wunderbar. Der Bericht muss halt nur entsprechend zur Verfügung gestellt werden oder er muss einfach im Unternehmen so bleiben, wie in dieser Form hier. Wenn die Daten geändert werden in der Excel-Datei und ich speichere die Datei, kann ich die aktualisieren und ich kann natürlich auch, und da sind wir wieder ganz nah am Thema Power Pivot, ich kann hier mit Measures arbeiten, ich kann hier neue Measures erstellen, kann dann hier entsprechend Formeln angeben. Ich habe doch da so eine Menge, zeige mir mal den Durchschnittswert, den Average-Wert von, ja von was, von Menge. So, dann mache ich die Klammer zu. Dann habe ich auch ein Feld zur Verfügung, ja, wo der Durchschnittswert dargestellt wird. Hier ein neues Measure. Und das kann ich natürlich ebenfalls mit auswerten. Ich nehme es mal in die Tabelle mit rein. So, ich habe es jetzt nicht umbenannt, aber ja, dann sehe ich hier die entsprechenden Durchschnittszahlen. Also, man kann hier eine ganze Menge mitmachen mit den Power BI Dashboards. Die sind interaktiv. Die können in gewissem Maße auch noch ein bisschen angepasst werden. Ist aber ein bisschen auch wie bei PowerView, ist es leider nicht alles möglich. Hier sind aber sehr vielfältige Diagrammarten auch enthalten. Und wer sich da genauer informieren möchte, der sollte unbedingt mal auf die Webseite powerbi.microsoft.com gehen. Hier sieht man ein paar Beispiele. Hier sieht man tolle Demo-Videos. Und hier sieht man, auf welchen Plattformen zum Beispiel Power BI zur Verfügung steht. In Power BI selber kann man natürlich auch noch mal genauer erkennen, welche Datenquellen man anzapfen kann, Daten abrufen. Ich klicke mal auf Mehr und da ist nicht nur Excel, wie ich das meist mache, oder CSV-Dateien. Wir können hier unterschiedlichste Datenbanken anzapfen, SQL, Oracle, IBM. Wir haben die Möglichkeit, Azure-Daten zu verwenden. Wir können aufs Web zugreifen und dort Daten auswerten oder SharePoint-Listen auswerten. Wir haben die Möglichkeit, das Active Directory auszulesen oder Exchange-Daten. Vieles davon möchte ich in den kommenden Videos einfach mal einzeln betrachten und daraus ja ein etwas ausführlicheres Tutorial zu Power BI zusammenstellen. Ich bedanke mich erstmal fürs Interesse und bis zum nächsten Video.